Heute stellen wir Ihnen AMDs Athlon 2 X4 750K vor. Dieser Prozessor kostet etwa 65 Euro und eignet sich für den aktuellen Sockel FM2. Hier vor mir steht beispielsweise das MSI A85XA G65, welches diesen Sockel nutzt. Und der Chip selbst verfügt über keine Grafikeinheit. Das ist allerdings nicht tragisch, deswegen ist er nämlich so günstig. Und das K symbolisiert, dass er über einen freien Multiplikator verfügt. Hierzu sei Folgendes gesagt: Der Chip wird mit einem Basistakt von 3,4 GHz ausgeliefert und kann per Turbo auf einem von zwei Modulen bis zu 4 GHz erreichen. Der Athlon 2 X4 750K ist nämlich kein klassischer Quad-Core, sondern basiert auf der Modultechnik namens Piledriver und bietet zwei Module. Ein jedes Modul davon kann per Turbo hochgetaktet werden. Und der Single-Core-Turbo auf 4 GHz, wie bereits erwähnt, findet nur auf einem Modul statt. Pro Modul stehen 2 MB L2-Cache zur Verfügung. Eine dritte Cache-Stufe bietet der Chip nicht. Der Northbridge-Takt, der zum Beispiel für Spiele wichtig ist oder für speicherintensive Anwendungen, auch wie beispielsweise 7-Zip, taktet mit 1,6 GHz unter Last. Und auch der Multiplikator für diesen Takt ist freigeschaltet, ebenso wie beim Speicher. AMD selbst unterstützt DDR3 1866. Wir haben mit diesem Sample hier, was von Alternet stammt, also ein Retail-Modell ist und kein Cherry-Pick-Sample vom Hersteller, haben wir ausgehend von 3,4, 1,6 GHz und DDR3 1866 weit mehr als 4 GHz, 2,4 GHz Northbridge-Takt und mehr als DDR3 2200 erreicht. Die Leistung steigt in Spielen und Anwendungen, sofern die Grafikkarte nicht limitiert, hierdurch um ein Viertel bis ungefähr ein Drittel. Und dementsprechend ist der Chip für 65 Euro ein super Preis-Leistungstipp. Für ähnlich viel Geld gibt es von Intel nämlich nur den Pentium G2120. Der ist zwar bei Single-Thread-Workloads ein Ticken schneller und ist auch sparsamer, sobald allerdings mehrere Kerne gefragt sind, zum Beispiel bei der Videokonvertierung oder bei aktuellen Titeln wie einem Crysis 3, ist der Intel-Chip hoffnungslos unterlegen. Mit in der Packung des Athlon 2 X4 750K liegt AMDs Boxkühler. Im Falle dieses kleinen Prozessors besteht dieser nur aus Aluminium, also kein Kupferboden und auch keine Heatpipes und verfügt nur über einen Low-Profile-Lüfter, der unter Last nicht unbedingt leise agiert. Allerdings ist der Chip mit einer nominellen TDP von 100 Watt nicht so sparsam, wie es eben der genannte Intel-Chip. Allerdings trüben die 100 Watt TDP etwas, denn im Vergleich zu dem 65 Watt Chip 740X, den wir schon mal getestet haben, ist der Stromverbrauch nicht sehr viel höher. Durch die Übertaktung steigt er natürlich, allerdings ist die Leistung auch dementsprechend angemessen, ist also kein Problem. Für unter 100 Euro, für Übertakter und für AMD-Freunde insbesondere, ist der Athlon 2 X4 750K unser Preis-Leistungstipp und eigentlich auch kein Geheimtipp mehr, denn wir haben ihn jetzt ja gerade vorgestellt und können ihn Leuten mit geringem Budget nur empfehlen.